Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Thief's End. Ja, im letzten Part haben wir ja die Kirche, sage ich jetzt mal, untersucht, weil wir auf der richtigen Spur waren. Wir haben uns aufgeteilt. Sam hat hat das Symbol mit den drei Zacken, ich sag's mal, untersucht und wir halt das mit der Waage. Und mussten halt durch den Markt und ja, jetzt sind wir hier und haben ein neues Rätsel, was mit Thomas Toe und Avery wieder zusammenhängt. Und ja, wir haben schon mal das gesehen. Also wir müssen irgendwelche Symbole wahrscheinlich irgendwie kombinieren oder so. Ich weiß es noch nicht. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Ah, okay. Okay, gut. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ja, das wäre natürlich, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Das könnte sich jetzt nicht über Stunden handeln, aber es könnte jetzt ein bisschen lange dauern. Also so ist es jetzt nicht. Zack. Okay. Nö. Ihr kennt das, ihr kennt ja die Geschichte, falls ich doch irgendwie. Ich sag's mal, ein bisschen Probleme haben würde, dann werde ich hier irgendwann einen Cut machen. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen. Ja, ein bisschen schwierig. Okay, ich habe nochmal versucht, mit Doppel zu drücken. Nee, so auch nicht. Okay, so auch nicht. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und bin, wir hören uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. War eigentlich sehr, sehr einfach. Ja, so müsst ihr es machen. Ist sehr, sehr einfach. Warum ich jetzt gerade nicht drauf gekommen bin? Ja, das war ich noch nicht. Warte kurz. So. Da bin ich auch gerade Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Ah, okay. So. Aber da bin ich halt auch ehrlich zu euch. Ich habe da so viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür führt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind ja schon zwei. No. Ja, wie gesagt, da bin ich auch ehrlich. Ich habe auch gerade auf YouTube nochmal nachgeguckt, weil ich hatte jetzt auch nicht mehr so das genau Baldridge, Bonnie und in Erinnerung. Sehr schön. Ah. Was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Ja, dann müssen wir natürlich nochmal gucken. Oh, dieser Schnauzer, beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Oh, komm mal. Hey, Nate, sieh mal. Noch ein Sternmuster. Rechts unten. Ah. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ja. Was müssten dann auch. Ich wollte gerade sagen. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber
das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Hier? Gutes Aussehen ist nicht. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Tube. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ja. Ja, und jetzt hat man hier eigentlich, sage ich jetzt mal, das Ergebnis, was wir hier ja eigentlich auch hatten. So, und das müssen wir dann so legen. Perfekt. So, nehmen wir nochmal, gehen wir nochmal zurück. Also wie gesagt, ich zeig euch das trotzdem nochmal, wie ihr das machen müsst. Da oben müssen die Symbole, also einmal der Totenschädel und einmal das Schwert, müssen so ineinander liegen und dann müsst ihr das untere so machen. Einmal gegen den Uhrzeigersinn und einmal mit dem Uhrzeigersinn. Genau wie mit dem letzten Symbol. Noch eine Tür. Ja. Okay, es geht weiter. Wer waren diese Typen? Das sind. Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Ja, so kann man es auch machen. Ach ja, stimmt. Jetzt sind die drei Zacken da. So. Sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. Aber da ist noch das eine Bild auf dem Boden. Hey, Sally, hilf mir mal. Na klar. Danke. Wollte ich gerade sagen. Ah, der Jopp. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wichtig. Harolds Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Hey, Richard Wand. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Ah. Na. Ist das? Nada. Ach, da ganz unten. Ich wollte gerade sagen. Das hätten wir. Das war gut versteckt, muss ich sagen. Das war mega gut versteckt. Ah, Handy. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Okay. Lobos, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Aha. So, jetzt müssen wir hier das letzte noch irgendwo finden. Stand jetzt finde ich das gerade gar nicht. Eieieiei. Ich klicke jetzt einfach mal einfach drauf. Währenddessen hören wir einfach mal Drake zu. Ich finde das jetzt aber auch gerade gar nicht, um ehrlich zu sein.
das sein könnte. Eieieiei. Nee. Zack. Die anderen waren ein bisschen, ich sag's mal, in dem Sinne ein bisschen offensichtlicher, das nicht. Das ist gerade ein bisschen versteckt. Sogar sehr. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ihr es alle seht und dann alle sagt, ja hier, 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 da ist es. Nee. Hier irgendwie? Ja, da. Nee. Es ist gerade sehr, sehr... Also wirklich gerade sehr, sehr schwierig. Gut, rein theoretisch aber. Habe jetzt erstmal nur eine Vorahnung schon mal gemacht. Ich finde das auch gerade gar nicht. Ob das wirklich sein könnte. Und würde ich sagen, wir versuchen, wenn es überhaupt geht. Nee, wir müssen. Aber wie gesagt, ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wo das andere sein könnte. Nada. Ja, ich bin jetzt gerade wirklich ratlos. Ich weiß, das zieht sich gerade, aber wie gesagt, ich sehe es gerade überhaupt nicht, wo das verdammte Ding sein soll. Bin ich auch gerade ehrlich zu euch. Na da. Die sind ja wiederum alle offensichtlich. Das wiederum nicht. Und das wurmt mich gerade richtig. Nee. Nee. Auch nicht. So, jetzt habe ich es tatsächlich gefunden. So. Oh Mann. So. Ich weiß, war wahrscheinlich für viele offensichtlich oder so, aber ich habe es gerade wirklich überhaupt nicht gefunden. Also gerade überhaupt nicht. So, zack. Ja. So. Ah, geht doch. Also so müsst ihr es machen. Mit dem Rätsel? Okay. Wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Mhm.
So kann man es natürlich auch sagen. Was ist hier passiert? Eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Okay, wir haben jetzt vier Piraten diesmal. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Ja, und da haben wir es auch gleich gefunden. Nummer 1. So muss das. So, da ist gleich mal Nummer. Nein. Ah. Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Häme ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Okay. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt? Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ja, das ist natürlich nicht so gut, sage ich jetzt mal. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Ja. Und 4. So. Also. Wir wissen, wir haben einmal Edward England. Wir haben einmal Yazid al-Basra. Okay, ich habe die Namen von 2 von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Ich will es irgendwie hoffen, dass wir das schaffen. Weil wir haben ja zumindest 3 Symbole mit 3 Namen. Also sollte es eigentlich ja gut funktionieren. So. Na gut, das können wir ja nicht. So. Das könnte ich mir so vorstellen, zack. Nee. So, ihr müsst das letzte Rätsel so machen. Also da könnt ihr jetzt nochmal abfilmen oder vielmehr oder einen Screenshot machen. So. Und das letzte müssen wir so machen. Puh. Also ich bin gerade ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht genau. Okay. Du schickst doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Zweimal. Und nochmal. Und dreimal. Und das letzte. So. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus quod licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Du jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer?
Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Courtly kennt ihr. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir Neues. Ja, und Rafe hat uns einfach so gerade gehackt. Läuft. Und weiß über alles Bescheid, was wir je alles jetzt herausgefunden haben. Und ja, also das, was wir jetzt nicht gebrauchen könnten. Okay. Sam ist auch in Schwierigkeiten, also läuft bei uns wieder. Hi. Sally. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. So, da würde ich nochmal sagen, wir gehen da mal durch. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Nee, ich glaube, das dauert war halt wirklich nicht allzu lange. Habe ich das Gefühl. Sorry, Mann. Ah, sorry. Nate, pass auf! Oh, hi. Was geht? Zack. Oh Gott. So, Headshot. Nee, ich hab ihn Headshot. Verpasst. So. Kurz rüber. Oh Gott! Kurz die Granate. Nee, nicht so wirklich. Aua! Oh, schön! Das sind ja nicht mal Zusammenarbeit mit Sally. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nix da. Okay, erstmal hier kurz nach hinten. Alle hopp. Das geht. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Hi. So. Jetzt müssen wir das nur wesentlich besser wieder anstellen.
Oh, schön. Okay, Headshot. Kurz mal nachladen. Nix da. Oh Gott. Hi Jungs. Hier, nimm das mal das. Oh Gott. Ich will jetzt nicht sagen, unsere Deckung hat nichts gebracht, aber unsere Deckung hat überhaupt nichts gebracht. Okay, so. Warte mal, was ich hier mache. So, komm. Ich gehe rein. Oh Gott. Oh Gott, bist du irre? Ja, wir müssen halt zurück, aber ich habe auch das Gefühl, wir müssen irgendwie die Treppe hoch. Hi. Und auf Wiedersehen. Alles gut? Ja, gib Gas. Tschüss, Jungs. Wie kommen wir zu Sam? Einfach immer nach unten. Ja. Zeig sie. Nee, da sind noch mehr. Verdammt. Ach, Himmel. Oh Gott. Machen wir jetzt mal ein bisschen driften. Kennen wir ja schon aus Dirt. Aus dem Weg. Oh. Verdammt, schon wieder dieser Scheißlaster. Hi Jungs. Nein. Das wird nichts. Ah doch. Gerade so. Ich hab's aber gewusst. Ich hab mir das halt schon irgendwie gedacht, dass das nichts wird. Verdammt, schon wieder dieser Scheißlaster. Hi. Mist. Bitte überfahr niemanden. Oh Gott. Aua. Das wollte ich echt nicht. Hey, die Wäsche war sauber. Dann waschen wir halt nochmal. Ja, ja gut, ich glaube, die haben jetzt auch nicht gedacht, dass irgendein junger Kerl mit einem etwas älteren Herrn hier mit einem... Du sagtest doch einfach bergab. Ja. Auf den Weg. Mann, das war echt eine tolle Idee, ne? Jetzt fahren. Du machst das doch gut. Siehst du? Geschafft. Ich wollte gerade sagen. Mist. Die geben nicht auf. Nee. Hier. Oh, halt! Die Gangschaltung! Komm schon, los, weg hier! Okay. Los! Ich glaube noch da. Ich fahr dann mal hier nur! Hi! Was soll ich jetzt machen? Hey, die Treppe hoch! Ja! Los geht's! Jetzt weiter, Backup. Meinst du echt? Ach du, ich weiß nicht, wie du drauf kommst, Drake. Au. Hey, Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Ich wollte gerade sagen, wir können uns... It's off, Hitch! Das ist ein Geländewagen. Fahr rum. Festhalten. Weiter bergab. Ja. Okay, da
dann soll der Laster mal vorbeikommen. Ah, okay. Oh, komm schon! Nach rechts, nach rechts! Ja, alle ab. Tschüss, Jungs. Au. Oh Gott, oh Gott. Heilige Scheiße. Auf jeden Fall ist da der Turm. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Ich will jetzt hier... Ich will jetzt einfach in Ruhe die Folge beenden. Mann, Mann, haben die langsam genug Schläger auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch, also wohl noch nicht. Oh Gott, aua. Also eins ist klar, ich will einfach jetzt nur in Ruhe die Folge beenden, aber irgendwie geht das auch gerade nicht. Ah, kriegen wir schon alles hin. Denk du mal. Was? Bist du jetzt völlig durchgedreht? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, Hilfe! Au. Aua. Aus dem Weg! Wie sind wir dann noch da? Oh, hi Sam. Au. Au. Ach, achtet nicht drauf. Oh Gott. Okay, cool. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Gut. Ja, einen Versuch wollte ich eh noch machen. Und ich würde mal sagen, das machen wir tatsächlich in einem nächsten Part. Weil ich sehe jetzt auch gerade, die Uhr wird ein bisschen eng. Also von der Zeit jetzt her. Soweit sage ich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieser Part von Let's Play Uncharted 4 A Thief's End. Wenn es dem so ist, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder auch einen Kommentar raushauen, was euch in dieser Folge gefallen hat. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid und wenn ihr euch denkt, ey, das hat mir Spaß gemacht, diese Folge, dann könnt ihr ja auch ein Abo raushauen und dann auch gleichzeitig nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr in Zukunft verpasst, weil sonst, weil wie gesagt, sonst hier kommen jeden Tag Videos, außer Freitag, da ist frei, da könnt ihr nochmal die Videos oder die Folgen nachholen, die ihr so verpasst habt. Aber ansonsten kommen hier jeden Tag Videos, immer um 17 Uhr. Morgen ist der gute Rufen wieder an der Reihe, wo er euch in die Welt von Hogwarts entführt. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, hören wir uns allerspätestens nächste Woche oder vielleicht in einem Part von Rufen, je nachdem. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.